Es ist Montagabend, es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen zu einem neuen Smart Podcast. Aber es ist nicht nur irgendein Montag, es ist der 10. Montag in Folge. 10-mal Smart Podcast. Und wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist... So ihr Lieben, zum Wohl! Ach so, Corona. Na dann. Ja, aus gegebenem Anlass malen wir heute mal ein Bild mit Hilfe von Alkohol. Ja, ja, wie jeden Montag. Aber wir benutzen natürlich hochprozentigen Alkohol. Aber wir benutzen den natürlich zum Malen. Diesmal. Wir malen mit Ethanol. Und zwar wird es wieder ein abstraktes Bild mit Acrylfarben. Und der Alkohol sorgt dann später dafür, dass die Acrylfarbe quasi auf der Leinwand verschwimmt und weggetrieben wird. Das zeige ich euch aber nachher noch. Diese Technik habe ich bei der deutschen Künstlerin Gerda Lipsky gesehen und fand sie sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob sie die Technik erfunden hat, aber der Fairness halber möchte ich hier doch nochmal erwähnen, wo ich das her habe. Ich klaue das nicht von ihr. Ich werde es jetzt nur versuchen zu testen, weil es wirklich eine hochinteressante Technik ist. Und dabei werde ich mich streng an eins ihrer Videos halten. Und ich würde sagen, legen wir los. Dieses Versiegeln mit Acrylbinder ist wohl einer der wichtigsten Schritte. Das bewirkt, dass gleich die verdünnte Farbe, die wir auftragen, und der Alkohol nicht weiter in die bereits aufgetragenen Schichten eindringen, nicht in die Poren der Leinwand und sich nicht mit der darunterliegenden Farbe mischen.
Das muss jetzt wirklich sehr, sehr gut durchtrocknen, am besten über Nacht. Dabei verfliegt dann der Alkohol, der verdunstet und die Farbe trocknet. Bei mir ist es so geworden. Ich habe dann kurz vor dem Trocknen mit ein bisschen Küchenpapier noch überschüssige Farbe abgetupft. Dabei sind diese Strukturen entstanden. Hier kann man es auch nochmal ein bisschen sehen. Hier, dieses Muster. Das finde ich gar nicht schlimm. Das ist dieser Künstlerin, dieser Gerda Lipski, die macht das auch so. Und jetzt müssen wir die Oberfläche noch ein weiteres Mal mit Acrylbinder versiegeln, bevor wir dann an die engere, an die feinere Ausarbeitung gehen können.
So, jetzt ist das Bild endlich fertig. Es war dann doch ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht habe. So sieht's aus. Ich blende das vielleicht besser mal ein. Also ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich habe mich, wie gesagt, sehr ans Video gehalten. Sie hat dann noch diesen schwarzen Kreis eingefügt und den weißen Kreis. Und ich finde, das sind zwei Elemente im Bild, die absolut notwendig sind. Also es würde wirklich was fehlen, wenn die beiden Elemente nicht da wären. Ich finde es eine schöne Technik. Gerda, vielen Dank dafür. Und das ist garantiert nicht das letzte Bild, das ich mit dieser Alkoholtropftechnik gemalt haben werde. Ich habe übrigens noch während den Testarbeiten hierfür noch zwei andere Bilder angefangen, sage ich mal, mit anderen Farben. Zeige ich euch. Einmal das. Das ist ein gelber Untergrund mit auch so braun-blauer Farbe drüber. Aber als ich das gemalt habe, habe ich noch keine Versiegelung gemacht, noch keine Zwischenschicht aus Binder. Und da ist der Alkohol ein bisschen verlaufen. Und das sieht man das überhaupt? Also das ist ein roter Untergrund, so sieht man es, mit schwarzer Farbe drüber. Ergibt, finde ich, auch ein interessantes Muster. Ja, das war Podcast Nummer 10, der Jubiläumspodcast. Ich hoffe, euch hat er wieder gefallen, euch hat die Technik gefallen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald. So, kann ich vielleicht noch jemanden grüßen? Nee, ja, doch. So, dann grüße ich meine Tante Käthe und ich wünsche mir das Lied "Eine Lederhose braucht keine Bügelfalte" von Peter Alexander. Glück auf!